Hey, grüß euch zu einer neuen Folge von Let's Barbecue & Grill. Heute haben wir wieder Unboxing. So schaut das aus. Das haben wir bestellt. Ich weiß eh, was drinnen ist. Ich habe es aber noch nicht ausgepackt. Das ist noch original verschlossen. Da sieht man es eh. Schaut euch das an mit mir. Das ist einfach eine braune Schachtel. Ohne irgendeinen Schnickschnack. Ich würde sagen, dann machen wir mal auf. Und reißen wir da mal an. Schauen wir da mal rein. Jawohl, jetzt kann man schon erkennen, eine Mieternadel. Mieter Plus, Wireless, Smart, Mietthermometer, ein Bundle. Aha, schauen wir rein, heben wir das mal raus da. Die Schachtel werden wir jetzt mal entfernen. Und schauen wir da gleich weiter. Warum Bundle? Werden wir gleich schauen. Aha. Ja, ohne Kabel. Garzeitschätzung. Lange Akkulaufzeit, hohe Reichweite, zwei Sensoren. Vielseitig. Spülmaschine geeignet. Das ist eigentlich das Beste. Wie man die Mieternadel verwendet, gibt es schon sehr viele Videos. Ich wollte euch nur einmal das Bundle da zeigen, was da drinnen ist. Das machen wir jetzt miteinander auf. Schauen wir mit meinen Fingernägeln. Jawohl. Wer braucht schon ein Messer? So, dann machen wir das jetzt mal auf. Und schauen, was da drinnen ist. Wieder was zum Lesen. Aha, ob man Hilfe braucht. Dann machen wir da raus. Schaut so aus, wie wenn da der Mieter drin ist, weil das weiß ich schon, der ist nicht größer. So schaut das Ganze aus. Ich habe das in dieser Variante bestellt. Es gibt einen anderen Farbton. Das ist praktisch die Mieternadel selbst mit dem Ladegerät. Das ist die Mieternadel da hinten. Das ist ein Batteriefach. Also wirklich praktisch. Funktioniert mit Batterien, das Laden. Wenn wir da den Kontakt rausziehen, dann dürft ihr schon laden. Das Ganze, der Deckel, der hat so zwei Metalle, Magneten. Der hält schon mit Magnet. Dann schauen wir mal, was wir vielleicht wollen. Ja, ist eh klar, immer eine da und bis daher. So, das geht eh schön rüber. Da ist eine Markierung, sieht man das? Und so weit muss mindestens im Fleisch drinstecken. Ich kann es euch da nochmal sagen, da ist eine Markierung, so weit muss mindestens drinstecken. Da piepst schon. Jetzt kann man das sehen. Da blinkt was. Wir haben jetzt die Nadel rein da und ein bisschen aufladen lassen. In der Zwischenzeit räumen wir das weg. So, da. Dann schauen wir da rein, was da noch drin ist. Aha. Ein etwas überdimensionierter Flaschenöffner. Einfach so ein Flaschenöffner, da kann man wo hinhängen, Flaschen aufmachen. Die Nabelseite.
So, was haben wir da noch drin? Ja, schaut her mal. Das sind einmal Geräte. Schaut sich das an. Ordentliche Handschuhe. Jawohl. Faust. Wunderbar. Und das Ganze, die Handschuhe. Jetzt muss ich den Öffner wieder suchen. Der Öffner, die Mieternadel. Das Ganze miteinander hat so viel gekostet wie eine Mieternadel. Das ist eine Weihnachtsaktion, die es jetzt gerade gibt. Und jetzt schauen wir uns nur kurz an, wie man die Mieternadel einrichtet. Jetzt lege ich mir alles beiseite. Die lassen wir uns natürlich da. So, da haben wir jetzt einmal das Programm. Das werden wir jetzt einmal öffnen. So, da haben wir jetzt einmal Mieter Plus, den haben wir. Da sagt er halt, LED-Licht blinkt grün, verbunden, blinkt rot, getrennt, aus, kurze Anleitung, LED-Licht, Knopf, ja, Batterie okay. Da haben wir schon geredet drüber. So. Lassen wir mal alles freischalten. Verbinden. Jetzt tut er sich verbinden. Ja dann. Da sieht man die Reichweite. Der Mieter Plus hat 3 Meter mit dem Gerät selber verlängert dann, also soll das in der Nähe wo bleiben. So wie du es nochmal beschrieben. Ah, Cloud brauche ich keine. Ich hätte mal bitte hin. Nein, braucht man nicht. Also, ich habe mich für die Cloud anmelden müssen. Sonst war ich gar nicht weitergekommen, aber es ist mir egal. Jetzt macht er gleich mal Aktualisierung. Da steht da, dauert 8 bis 10 Minuten. Also in der Zwischenzeit drehe ich dabei an. Er ist gleich fertig. Schaut her mal. Der Balken ist gleich soweit. Sobald das fertig ist, schauen wir dann wieder aufs Handy. So, da, wir sind fertig. 9 Minuten hat es gedauert. Da sagt er 21 Grad Innentemperatur, das heißt, wir sitzen hier drinnen. Das übliche, das ganze Prozedere, Zieltemperatur, das muss ich alles dann noch testen. Zieltemperatur, ich nehme, heute krümmen wir nichts, aber da tippst dann zum Beispiel Schwein, dann sagst du zum Beispiel Kotelett, dann wie viel Grad, kannst du das ein wenig da oder da hin und her fahren, am Balken, da steht eh schon Vorgaben. Da wird auch erklärt, das tun wir da weiter, so, sehr viel erklärt, ja, weiß eh, dass es niedrig ist.
Ziel 67, 21 Klapter, das ist die Raumtemperatur. Wenn ich vorne die Mitternadel angreife, dann wird es irgendwann einmal steigen, die Temperatur. Aber das kennt ihr alle. Ich wollte euch nur das Einrichten sagen, wie man das Ganze einrichtet. Ich werde das jetzt einmal da beenden. Ich werde meine Hände beiseite legen. Also, mir war es wichtig, dass ihr das einrichten seht. Jetzt lassen wir mal wieder ein wenig auf. Ich habe den mit der Nadel schon sehr viel in die Videos gesehen. Ich habe mir jetzt auch einmal eine gekauft. Das ganze Paket ist jetzt da zum Einführungspreis. Das kostet 129 Euro. Wer Handschuh braucht und sowieso eine Mieternadel will, das ist die Mieter Plus. Der hat eine weitere, also eine weitere Reichweite. Das ist sowieso dann die bessere Variante. Und um 129 Euro, das Ganze ist in meinen Augen nicht teuer. Da hat man schon für andere Sachen mehr Geld ausgegeben. Ich sage einmal danke fürs Zuschauen. Vielleicht hat es den einen oder anderen interessiert. Das ist ein super Geschenk für Weihnachten, wenn wer noch nicht hat. Ich habe mir es selber gekauft, weil ich wollte immer schon mal eine haben. Jetzt ist es halt einmal fällig gewesen. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Eins noch, bevor ich es vergesse. Die Mieter Plus Nadel, schaut einmal, hat da auch zwei Magneten. Das heißt, man könnte das Ganze am Grill befestigen. Das hält. Weil die Station muss beim Grill bleiben, bei der Nadel, weil die erhöht die Reichweite. Zack, hält wirklich gut. So, jetzt habe ich es. Jetzt sind wir am Ende. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Heinz von der Barbecue Grill. Und ciao.